Hallo meine lieben Leute, ich bin Günther P. und das gerade war mein freshes neues Intro. Sagen wir relativ neu. Und ich habe mir gedacht, ja, ich mache Minecraft Adventure Maps und dann kann ich auch Minecraft normal zocken, beziehungsweise Let's Playen. Und ja, ich habe die Welt einfach mal Let's Play gemacht. Ich habe die Welt gemacht. Nun gut. Natürlich machen wir die Strukturen an, den Seite mache ich zufällig und wir erschaffen jetzt eine neue Welt mit unseren eigenen Händen. Mal gucken, wie sie aussehen wird. Hoffentlich spawnen wir nicht im Sumpf. Wir spawnen auf einem Baum. Schon mal ganz nett. Okay, ich werde mir auch kein Texture Pack reinknallen. Zumindest fürs erste. Weil ich, weil ich keine Lust hatte, mir den MC-Patcher zu holen. So, es laggt noch ein bisschen, aber das müsste gleich auch vorbei sein. Boah, ich habe schon voll viel Leben verloren. Das müsste auch gleich schon vorbei sein, weil sich dann alles aufgebaut hat. Und der Sound ist noch sau laut, oder? Da, das kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Ja, ich habe nur mein Headset laut gestellt, deswegen wirkt das nur so. Was ich auch mal mache, damit es vielleicht auch ein bisschen weniger ruckelt. Was ist das denn überhaupt? Clouds on, bla bla bla. Die Brightness mache ich ein bisschen höher fürs Aufnehmen, ne, damit ihr natürlich ein bisschen mehr seht. Ihr seht schon, ich bin top vorbereitet. Sehen die Bäume so komisch aus. Naja, ouch. Was mache ich denn jetzt als erstes? Erstmal einen Baum fällen, ne? Standard würde ich sagen, Mann. Das ist irgendwie immer das erste, was man im letzten Play von Minecraft macht: Baum fällen. Ja, machst du nichts, guckst du los, blöd, ne? Und zack. So, und ja, ich habe mich auch noch aus einem anderen Grund für dieses Let's Play entschlossen. Nicht nur, weil ich gesagt habe, ich spiele schon Minecraft Adventure Maps, sondern auch noch aus einem anderen Grund. Und ja, ich wiederhole mich. Sehr gerne sogar. Was wollte ich jetzt sagen? Noch einen anderen Grund gehabt, weil, genau, bei Minecraft, wenn man das Let's Play, da kann man mal so ein bisschen nicht nur über das Spiel reden, da kann man auch mal ein bisschen was über das andere reden. Zum Beispiel, warum ich das jetzt playe oder, ach, ich weiß nicht, irgendwas YouTube-technisches, was Minecraft-technisches, was vielleicht Let's Play-technisches, weiß ich nicht genau, was mir eben halt so in den Sinn kommt, was mir so in den Gedanken herumschwirrt. So, jetzt haben wir auch schon drei Bäume gefällt, das ist schon mal, oh, das ist schon nicht so schlecht, ne, für die ersten drei Minuten. Ist das laut? Laut! Meine Fresse! Ja, man hört es auch vielleicht ein bisschen. Ich habe ein bisschen was im Hals. Und da mache ich jetzt nicht, ja, ich habe jetzt so, keine Ahnung, Geräten im Hals oder sowas. Nein, ich habe eine kleine Erkältung. So kann man das, glaube ich, nennen. Und, ja, das ist scheiße. Und dann klinge ich immer so ein bisschen scheiße, so als ob ich 80 wäre oder so. Okay, jetzt muss ich mir langsam mal ein Ziel setzen, beziehungsweise entscheiden, wo ich mein Haus hinsetze. Oh, ich sehe nichts als Wasser und Bäume. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lustig. Naja. Go, 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 go. Okay, Schafe, da überlege ich gerade, weil ich brauche auch noch ein Bett und kann man nur weiße Wolle benutzen, um sich ein Bett zu craften? Das weiß ich jetzt nicht. Aber sind da noch zwei Schafe mit weißer Wolle, dann funktioniert das ja auch schon so, ne? Komm her! Lass dich spanken! Bam! In your face! Oder in your ass. Je nachdem, wie man das sieht. Hey, ist das dein Gesicht? Oh, nee, Entschuldigung, das war dein Arsch. Na, ein Flachwitz nach dem anderen ist doch wunderbar. Awesome. Und irgendwie leckt es noch ein bisschen. Ich verstehe nicht. Nee. Also laut Ding hat es 40 bis 50 Frames. Und ja, ich weiß, dass ich gerade mein Seed verraten habe. Aber wieso soll ich das nicht tun? Ihr könnt ja dann auch auf der Map bauen. Ich will das ja nicht so geheim halten, so als ob das ein großes Mysterium wäre, welchen Seed ich hätte.
So, ich noch mal ein bisschen. Ich will noch ein paar Samen. Ich will ja auch später noch das Feld besamen. Ach, heute kommen wirklich nur Flachwitze. Nur Flachwitze. So. Woo, Achievement! Woo! Oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr sprinten, ne? Scheiße. Ich bin des Todes. Oh, hier mein Haus? Ach, wieso nicht? So. Tja, erstmal ein paar. Hier vorne, aber ich habe es natürlich jetzt direkt in der Wand gebaut, ne? Das war jetzt ja nicht so intelligente. Not so macho bueno intelligente. The intelligenta. Wie auch immer, ich hab kein Spanisch, beziehungsweise ich kann kein Spanisch, also weiß ich nicht, ob das stimmt. Das Einzige, was ich in Spanisch weiß, ist Te quiero puta. Ach, alle Leute, die Rammstein kennen, die wissen jetzt bestimmt, was ich meine. Für alle, die es nicht wissen, hört euch Rammstein an. Nee, aber Te quiero puta heißt, ich liebe eine Nutte. Oder heißt das, ich liebe Nutten? Weiß ich gar nicht. Würde ich aber gerne mal wissen. Ah, jetzt läuft mir hier schön gerade. Ja, wie nennt man das nochmal gleich? Der Sabba. Ach, ich sag jetzt einfach mal der Sabba aus der Nase. Mm, das war gerade voll lecker und das war auch voll die wichtige Information, die ihr gerade hören wolltet. Mm, schön schleimig und blah. Mm, yam, yam, yam. Lecker. Kann man auch schön mal zum Frühstück essen, so ein bisschen. Popel schmecken. Am viel Nährwerte und so, ne? Heutzutage gibt es ja auch so viele Leute, die total darauf achten, was sie essen und so. Das kann ich gar nicht verstehen. Also bei mir ist es einfach so. Yam, 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 yam. Also ich stopfe mir Essen schneller rein als die Nine Cats. Auch wenn die gar nicht isst. Aber egal. Das ist unwichtig. Oh, not symmetrisch. Symmetrisch, popetrisch. Yeah, I am getting wood. Whoa. So. Das Ding ist noch weg. Ach, wieso buddel ich denn mit der Hand? Ich hab ja eine Schaufel, ne? Patrick, was machst du da? Buddeln. Ach, SpongeBob ist schon geil. Ich habe es früher als Kind geliebt und ich liebe es immer noch. Also jetzt nicht, no homo. Boah, man hat. Meine Stimme hat gerade versagt. Man hat es vielleicht so. Es hat sich vielleicht so wie Flüstern angehört jetzt. Was natürlich vielleicht auch mal ganz lustig ist, aber natürlich scheiße für ein Let's Play. Halten wir das mal fest. Und das mache ich erstmal eine Spitzhacke, ne? Wow, Achievement! Time to mine. So. Jetzt mache ich hier mal schön ein bisschen Holz hin. Fertig, Haus fertig. Ist doch hier im Moment. Mal schön von der Fernansicht, damit man das ein bisschen besser sieht. So, Haus fertig. Ja. Ist doch perfekt und aerodynamisch geformt. Ah, ich habe mich gerade schön am Rücken gekratzt. Da fällt mir ein, ich müsste mir mal einen Rückenkratzer kaufen. Und wieso mir das jetzt gerade einfällt? Weil ich mich am Rücken gekratzt habe. Und wisst ihr, was mir zum Rückenkratzen einfällt? Ich sollte mir mal einen Rückenkratzer holen. Und, okay. Wie gesagt, ich will mal holen mich gerne. Ah, aber für mich ist es auch gerade so ein perfekter Tag zum Let's Playen. Draußen regnet es total stark. Ich habe Ferien. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Ferien. Ich habe gerade Zeit. Und ich habe Ferien. Was irgendwie ja auch logisch ist, wenn man Ferien hat, dass man dann mehr Zeit hat, oder? Oh Gott, der Sound ist noch so laut, ey. Also Mann, ich muss mal kurz darauf hören, ob das mit dem Sound und Musik passt. Ja, das scheint gut zu passen. So, ich musste das Verhältnis abstimmen zwischen Musik und Sound. Also alles in-game. Wie gesagt, ich bin ja top vorbereitet hier. Fotzbereitet. Aha. Ha. Ha. Vorpubertäre Witze.
Und ich weiß, dass ich hier ein Loch gelacht. Loch gelacht habe. Hihihihihi, ich hab ein Loch. Hihihi. Ja. Boohoo, time to farm, bitch. Ich weiß, mein Haus ist so awesome. Nee, das baue ich jetzt nicht hier hin, das baue ich irgendwo anders hin. Ich kann das hier nicht so in meinem Haus lassen. So dieses Farmland oder wie auch immer es heißt. So, zack. Zack. Okay. Na, hier ist natürlich fast kein Platz, ne? Es war so klar. So. Das müsste jetzt aber reichen. Zack. Habe ich hier so einen 9er Block. Yeah, one more block, one more block, one more block, one more block, one more bob, one more bob, one more bob. Und für alle Leute, die nicht wissen, was ein Bob ist, ihr seid solche Bobs, ne? Ich bin so witzig wie die Hölle. Funny as hell. Bitches. So, zack. So, und da baue ich mir jetzt erstmal eine schöne Tür hin. Boom, baby. Boom, baby, I got balls of steel. Okay, ich kann den Duke nicht gut nachmachen. Ich bin schlecht. Oh. Aber was jetzt ein viel größeres Problem ist, anstatt dass, als dass ich nur schlecht bin, ich brauche Nahrung. Gib mir dein Fleisch. Ah. Gib's mir freiwillig. Na gut, dann nehme ich es mir halt. Autsch. Autsch. Oh, oh, ich werde verhungern. Habe ich überhaupt auf Easy? Jo, habe ich. Autsch. Ach genau, ich fäll noch mal ein paar Bäume. Das Gute ist, ich kann nicht sterben durch den Hungerschaden. Das geht nicht. Das, man hört irgendwie bei 3 oder 5 Leben, ich weiß jetzt nicht genau, hat man irgendwie auf, davon Schaden zu kriegen. Das sollte es auch mal für Feuer geben. Oder für Ertrinken. Obwohl, dann könnte man dadurch nicht sterben und das wäre wiederum scheiße und naja. Na, zack. 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 Und ja, ich habe auf meinem Kanal ordentlich Kategorien in neuester Zeit. Also die Leute, die mich abonniert haben, haben das vielleicht gemerkt, je nachdem wann ich dieses Video release, wie es ja immer so geil heißt. Denn ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Kategorien. Ich habe erstmal Let's Play Minecraft Adventure Maps. Let's Play Minecraft. Also hier jetzt gerade hier, was hier jetzt gerade ist. Das hier. Ja, dieses Video gehört dazu. Was habe ich denn noch? Fick dich. Oh Gott, habe ich mich erschreckt, ey. Alter. Heilige Scheiße. Und das Ding soll jetzt langsam mal sterben. Boah, Gott. Okay, ich baue erstmal meine Decke. Sehe ich jetzt schon. Ich habe gar keine Fackeln, ne? Ich habe gar keine Vogeln. Dunkel. Okay, wie mache ich mit Licht? Ich hab voll Schiss, jetzt hier rauszugehen. Okay, go, go, rein. Rein mit mir.